Meine Güte. Einfach herrlich. Hättest du das doch sehen können, Dad. Hey, du bist She-Ra, richtig? Tut mir leid. Ist die Landschaft nicht unglaublich? Wunderschön. Tja, hätten wir bloß ein Internet, um's zu posten. Das ist rein wissenschaftlich. Übrigens, das Internet werden wir binnen 6 Monaten am Laufen haben. Wir haben das ganze Ding gebackupt. Ich verarsch dich nur, She-Ra. Wie sieht's mit der Sonde aus? Der Scan läuft noch. Keine Ahnung, was ich sonst noch tun kann, aber... Wie können die Signale der Sonden einfach verschwinden? Ja, es hieß, es wäre eine Art Interferenz oder so? Vielleicht aus dem All, aber nicht von hier unten. Trotzdem, die ersten Messwerte waren wohl korrekt. Wir atmen. Ja, aber damit die ECA zulässt, dass noch 500.000 Menschen herkommen, müssen die Sonden bestätigen, dass wir sie versorgen können. Und falls das nicht klappt? Hat die ECA einen Plan B? Hast du auch Fragen, auf die ich Antworten habe? Wie soll die Kolonisierung ablaufen? Du bist im Planungsteam, oder? Ja. Wir haben begonnen, das Triebwerk zu demontieren. Das müssen wir zuerst runterbringen. Der Nuklearkern sollte genug Energie für die Versorgung der Kolonie liefern. Und wann sollen die zivilen Kapseln runterkommen? Binnen weniger Wochen, wenn alles klappt. Erstmal nur so viele Menschen und Ressourcen, wie für die Infrastruktur nötig sind. Also Wasser, Nahrung, Unterkünfte. Dann wecken wir weiter Leute auf. Je ein paar Tausend, nur so viele, wie ernähren können. Und dann wirst du hier im Handumdrehen mitten in einer Stadt stehen. Und so lange bleibt die Floris da oben? Das Schiff wurde im Orbit gebaut. Es sollte nie landen. Wir müssen es dort am Himmel lassen, bis wir wieder durchs All reisen können. Eines Tages, vielleicht. Okay, sag mir die Wahrheit. Glaubst du, die ECA hat den Plan richtig durchdacht? Mein Vater war Mitglied des Teams, das den Plan entwickelt hat. Mein Leben lang hat er diesen Tag vorbereitet. Die größte Unternehmung der Menschheitsgeschichte. Oh, so bist du auf das Schiff gekommen, ha? Papas Vitamin B? Nein. Ich habe Maschinenbau studiert. Jahre im Orbit verbracht. Die Struktur entworfen. Nieten in die Hülle getrieben. Ich habe am Schiff mitgebaut. Du hast es dir also verdient. Freut mich. Das war mein Vater. Aber nicht so, wie du dachtest. Er hat mir seinen Platz überlassen. Er blieb zurück. Wow. Scheiße, das tut mir leid. Er wäre von diesem Ort begeistert gewesen. Aber jetzt bin ich eben allein. Es ist komisch, niemanden zu kennen. Wenn das hier vorbei ist, kannst du gern mal mit uns abhängen. Wir sind gar nicht so übel. Vielleicht komme ich drauf zurück. Hey, soll das Ding hier so blinken? Oh, 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 oh. Das ist eine Sonde. Tanner, ich glaube, wir haben ein Signal. Ganz nah. Gute Arbeit, Outrider. Finde das Scheißding, damit wir diese Kiste landen können. Verstanden. Hey, das ist ein historischer Moment. Wir sollten ihn dokumentieren. Alles für die Wissenschaft, ha? Huh? Okay. Ich glaube, auch gerade durch, ja. Alter, mega cool, ey. Holy shit. Ja. Ja. Was war das denn gerade als für Sounds? Ja, der Roscher wurde weggemacht vom Fahrzeug. Halt neben. Ah, ja. Oh lol. Ja, stimmt. Ja. Eine Sache, die mir aber aufgefallen ist: ja. Wir werden zwar Boss genannt, aber gefühlt ja. Wirst du über nichts Bescheid. Ja, ich glaube auch nur, dass wir hier quasi den Truppenleiter unserer Boss anscheinend tatsächlich. Der Typ ist ja eben geredet, hat wahrscheinlich dann Jack. Dass wir quasi nur so ein Commander sind, quasi, Jack. Aber nicht der Boss von allem. Also, meinst du Tanner? Jack Tanner heißt ach, der. Ach, der ist Jack Tanner. Ah, okay. Ja, der ist Jack. Irgendwie cool. Ah.
finde, Jack passt nicht so zu ihm, ja. Ja, dann halt Tenna. Okay, Tenna passt besser. Dann halt aber Tenna. Ja. Es ist halt komisch, dass wir Boss genannt werden, aber irgendwie halt... Ist übrigens aufgefallen, Nico, eben, wo wir gesagt haben, ey, die Lippenbewegung und Gestik passen überhaupt nicht zum Text. Das war nur bei dem einen Typ, so, glaube ich. Ich glaube, die haben den noch vergessen zu besetzen, also auf Deutsch. Das ist alles passend. Alle anderen passen bisher. Weil ihr habt gerade ein bisschen mehr geachtet gehabt und das war so ziemlich perfekt. So, ja, dann, ich glaube, wir können uns immer noch einladen, oder? Wir müssen wahrscheinlich immer noch die Sonde da dingelsen, ne? Erstmal. Ich schätze, zumindest, warte, ich kann ja mal gucken, ob ich dich jetzt einladen kann. Ich hab schon Action mit uns. Guck mich aktiviert. Was hast du gemacht? Ich bin schon weitergelaufen. Ja, ich bin auch schon auf dem Weg langsam. Ja, ich hab gedacht, dass da was Großes wäre, aber... dann noch alles easy. Ah. Ich laufe gemütlich, oder rennst du? Ich bin gemütlich gelaufen. Wow. Ich sehe sowas wie hyänenartige Kuhviecher. Ja, ich sehe sie hier drüben auch. Ist eine ganze Herde. Alter. Sind Sie sicher, dass alle Tiere in dieser Gegend Vegetarier sind? Pflanzenfresser. Wir nennen sie Pflanzenfresser. Egal. Ganz schön hässlich, wenn ihr mich fragt. Nein, sie sind... Lassen sich bestimmt domestizieren für die Viehzucht. Ja, die geben ich finde, die Grafik sieht da halt so, doch ziemlich flach aus. Zum ja, Teil. Muss ich sagen. Die aber die fehlen mir leider. Es sieht trotzdem ziemlich gut aus. Es sieht halt nicht... ja, es ist dieses... dieser Shader ist nicht so krass irgendwie. Aber ansonsten finde ich es ziemlich hübsch. Also, es sieht ein bisschen... Da bin ich so falsch, aber das sieht eigentlich schon ziemlich geil aus, aber irgendwie es fehlt so dieser etwas, dieses, ja, dieses, diese Spiegelung und so, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so, weißt du, das sieht so alles ein bisschen krasser aussieht, aber es sieht trotzdem mega cool aus, also es ist echt gut gemacht bisher. Also ich kann auch auf jeden Fall hinwegsehen, dass es nicht so die allergeilste Grafik hat, dafür läuft es so gut. Ich meine, hey, es ist ein neues Game und ich kann jetzt gerade in 4K mit Aufnahme zocken, auch wenn ich gerade ein bisschen, naja, Sachen beenden musste dafür. Obwohl meine Grafikkarte eigentlich mittlerweile leider schon veraltet ist. Okay, ja, ich bin jetzt Scheiße. Da, wo man muss zu... Ja, das Viech hinterher, da oben steht wahrscheinlich. Ja, eins von diesen Kuhviechern sonnt sich direkt vor mir. Vielleicht kommst du nah genug ran, um eine DNA-Probe zu nehmen. Ich versuch's mal, wenn ich mich dem Ding nähern kann, ohne es zu verschrecken. Was war das denn gerade? Kann man nicht von Deckung zu Deckung rennen? Ging das gerade? Ja, genau wie in Division. Na, hab's verscheucht. BTF. Ja. Aber ich hab die Sonne. Fantastisch. Da braut sich ein Sturm zusammen. Also ich wäre ready, damit zu interagieren. Ja, bin die schon. Alter, guck mal, unten das Wasser mit den Fontänen und so, die da ab so rausschießen. Generell die Sounds. Das ist geil. Das ist cool. Gut, dann 3, 2, 1, interagieren. Cap, hab die Sonde. Hat eine harte Landung hingelegt, aber die Daten scheinen intakt. Verstanden. Übermittle es ans Hauptquartier. Gute Arbeit, Outrider. Warte, Tanner? Ich empfange hier noch ein zweites Signal, aber irgendetwas ist seltsam. Seltsam? Die Tonhöhe steigt und fällt. Eigentlich sollte sie gleichmäßig sein. Outrider Alpha an Hauptquartier. Wartet noch mit dem grünen Licht. Wir müssen noch eine Sonde analysieren. Negativ Alpha, euer Job ist getan. Verdammt. Maxwell, hör mir zu. Wir können uns keine Fehler erlauben. Gib uns Zeit. Noch länger und wir verlieren das Orbitalfenster. Die Daten sind da, ich sag Bescheid. Ihr wollt weiter suchen? Gebt nicht mir die Schuld, wenn ihr Ärger bekommt. Ende. Ach, na schön, Outriders. Zurück zum Konvoi. Suchen wir diese verirrte Sonde. Schon das Arschloch der Haupttyp. Ja, stimmt. Und dann zurück. Das Schiff kann man echt nicht rennen. Das geht echt nur über Z, ey. Was war das denn? Ich glaube, ich stelle auch gerade auf Shift. Das geht ja gar nicht klar, ey. Aber ich würde halt auch tauschen, genau wie du. Drücke Z, um zu sprinten. Ja, nee. Steht jetzt gerade da, was bei dir? Jetzt geht's. Okay, warte kurz. Und das ist jetzt auch wirklich Rennen. Oh ja, okay, warte kurz. Gut, dass es jetzt kommt, wo ich gerade umstellen will. Ja, ich stelle es mal um. Cool.
Weil das Rennen ist wichtiger als dieses. Alter, das ist ein richtiges, schnelles Rennen. Frage ich doch. Ja, richtig. Das ist auch hier vorgestellt, aber das ist freigeschaltet. Ja, gut, das ist nicht umgestellt. Das wäre so geil gewesen. Umgestellt 2 Meter weiter. Hey, guck mal, Rennen geht. Ja, wobei ich nicht weiß, ob ich das so cool finde, weil es halt schon ziemlich schnell ist. Aber vielleicht brauchen wir das auch. Geht da kommen und so. Wir sollten schon gleich rennen können. Das ist wichtig. Also mach auf jeden Fall. Du musst es hier nicht so oft nutzen. Du kannst ja auch einfach nur wehtun. Ja, aber ich. Ohne Schiff. Und wenn doch was Krasses passiert. Ne? Wenn man weiter Strecken laufen muss, dann dürfen wir dann auch irgendwie Z drücken. Muss, gedrückt halten muss vor allem. Ist ja gedrückt halten. Also nicht einmal antippen. Mit dem Modus wechseln. Ich finde es echt ganz geil. Z einmal drücken, um den Modus zu wechseln, zwischen schnell langsam laufen und Shift, um wirklich mal abzuhauen, wenn irgendwie Action ist oder irgendwo wegrennen muss. Ich bin übrigens knapp von den Leuten, weil da ist noch nichts triggern, nicht, dass irgendwas automatisch kommt. Aber, warte, sprinten ist doch. Oh, hab's getriggert. Okay, dann. Umschalter, links. Hey, Cuthbert, gibt's was Neues? Von der Sonde kommt nur Rauschen, aber habt die Quelle verfolgt. Da. Habt ihr eure Gummistiefelchen? Jakob, gleicher Scheiß, anderer Planet. War ja klar. Elektronik stürzt ab. Die Trucks stehen still. Wir gehen zu Fuß. Soldat, du kümmerst dich um She-Ra. Verstanden? Wir gehen weiter. Augen auf. Keine Ahnung. An der eigenen Spucke verschluckt, Alter? Bin okay. Scheiße! Bringt ihn zum Schiff! Alarmiert die Sunnis! Was ist los? Zurück! Gott verdammt! Tanner, ich sehe die Sonde. Da bewegt sich was. Ich rücke vor. Da ist Kühn. Ich sehe Hauptquartier. Wir haben hier eine potenzielle biologische Gefahr. Erbitten Quarantäneverfahren auf der Basis. Verdammt, Tanner, ihr Holzköpfe, vermasselt das nicht. Mein Ruf steht auf dem Spiel bei der Landung und ihr habt keine Befehlsgewalt über mich. Maxwell, Mist. Einheit 2, bleibt auf Position. Wir kommen zu euch. Bereitet das Sanitätszelt vor, falls wir schnell handeln müssen. Mal gucken, wie das ganze Ding hier mit Regen aussieht. Also Haare nass, check. Funktioniert. Rüstung nass, ja, nee. Aber selbst bei den Haaren sieht man das bei mir nicht. Wir sind hier dunkler als vorhin. Oder es war wegen der Sonne, kann auch sein, dass es schattig ist. Aber gefühlt glänzen die ein bisschen. Das was kann ich hier mit Beobachten machen? Ich bin nur keinen Meter gelaufen, tatsächlich. Wirklich. Okay. Was ist das für blaues Zeug hier rechts? Weil das verschwindet so, wie geil. Okay, ich laufe mal 10 Meter. Oh, das schwarze Zeug. Oh, Leute, das ist ein Viech. Ich glaube, beobachten kann man vielleicht auf das Ding ranzoomen. Ich weiß nicht, ich habe es auch verpasst, leider zu drücken. Ich stört ein bisschen, dass ich nicht in die zivilisierte Waffe gehen kann.
Ja, das stimmt. E. Gedrückt halten, okay. Hey, Boss, ja. Ich suche die verirrte Sonde. Wie geht Skarstedt? Sieht scheiße aus. Irgendeine Idee, was der schwarze Glibber ist? Eine Art Saprophyt oder Methyl? Habe ich nicht zu proben, ne? Warte, warte, vielleicht sogar gegen Klau auf jeden Fall. Mhm. Überfüllt ist es nicht, dass er schreibt. Spielen. Ja. Nachladen. Ah, easy. Was das Viech war, echt nicht schwer. Der Kuhviecher hat mich angegriffen. Es ist durch irgendwas wild geworden. Gut, ich musste es töten. Seid vorsichtig. Verstanden, Outrider. Jetzt sieh zu, dass du die Sonde findest. Tanner, ich hab sie. Gut, hol dir die Festplatten und dann raus da. Warte mal. Sie läuft nur im Relais-Modus. Tanner, dieses Signal kommt gar nicht von der Sonde. Es kommt von außerhalb des Suchbereichs, von irgendwo auf dem Planeten. Unmöglich. Hier ist doch sonst keiner. Sichere die Festplatte. Wir analysieren das Signal in der Basis. Verstanden. Das Ding wird gegrillt, Tanner! Gib uns die Frequenz! Scheiße. Trägerfrequenz 9, 7, Tanner? Hörst du mich? Oh, Scheiße. What the fuck? Scheiße. Tanner? Tanner? Ich weiß nicht, was hier für eine Scheiße los ist. Zum Teufel. Was ist das? Oh mein Gott! What the fuck? Wir müssen laufen und das Spiel ist laut. Oh mein Gott! Ich hab wieder mal gesehen! Ich hab leider nicht so gut, weil es laut ist. Tanner, was geht da vor sich? Tanner! Ist das jetzt? Alter! Aua! Landung abbrechen! Ich wiederhole! Landung abbrechen! Maxwell, hörst du mich? Ah!
Los, los. Verdammte Scheiße! Ah! Los! Rein! Schwere Verluste! Mögliche Kontamination! Ich brauche in der Basis eine Quarantäne, verstanden? Shit! Maxwell, was zur Hölle ist hier los? So, was sieht's denn aus? Sir, wir müssen das Quarantäneverfahren einhalten und die Landung verschieben. Was auch immer über diesen Planeten berichtet wurde, es war falsch. Es gibt eine Art Anomalie. Wenn wir landen, dann sterben alle. Wir können die Landung nicht stoppen. Es ist zu spät. Wir können sonst nirgendwo hin. Tana, hier! Hilfe! Sanitäter, versorgt sie! Na los! Stop. Sie sind kontaminiert. Merzt sie aus. Das ist ein Befehl. Du bist und bleibst ein Arschloch. Seh dich um! Da sind Männer und Frauen, die Hilfe brauchen. Und jetzt reißt euch zusammen und tut das Richtige. Sonst werde ich... Nein! Ausmerzen! Sofort! Verbrennt die Leichen, verdammt! Gerne Deckung. Jetzt. Alter. What the fuck passiert hier? Erdeckung kommt auf Kindisch. Vielleicht wollen wir auch erst. Ich kümmere mich um die Verwundeten. Haltet ihr sie zurück? Ja, gib mir Deckung. Ich hole mir Deckung. Alles klar. Outriders, Waffen runter. Das ist ein Befehl. Sicher. Sobald du deine Waffen schaffst. Warte, Peter. Die gesamte Kolonisierung ist in Gefahr. Wir müssen die Flores warnen. Deine Outriders haben diese gefährliche Situation geschaffen. Die Mission gefährdet. Schwachsinn. Okay. So, ich muss jetzt ins Inventar. Wie weit bist du? Warte. Ich kann das ja aufheben. Okay. Ich jetzt auch. Ich wurde gerade die Kiste gelootet und hätte noch Munition mit deiner Kiste aufheben. Inventar, drück ich mal. Und ich finde, das erinnert mega an Anson. Ja, stimmt. Ultra. Hab ich Folge Flash, wo ich das zum ersten Mal gesehen habe. Ich hab eine bessere Waffe. Und what the fuck ist da gerade passiert? Können wir kurz mal darüber reden, wo es hier weitergeht? What the fuck? Also gefühlt waren erst alle tot, dann doch nicht. Und dieses Anomaliezeug hat uns auf jeden Fall infiziert, aber nicht getötet, wie alle anderen. Alle anderen sind gestorben, nur wir nicht. Ja. Okay, und ich kann mir vorstellen, dass das der Grund ist, warum wir später Fähigkeiten haben. Aber, eine Waffe ausrüsten. Aber Alter, what the fuck? Ey, das war mega episch gewesen. Voll unerwartet. Ja. Okay, ich hab bis wieder Inventar geschlossen, ich übe direkt wieder Action. Okay. Oh Scheiße, da war eine Granate! Aua. Aua. Du willst in Decken gehen, ist doch noch ein bisschen hart gewesen. Warte, ist doch weg. Also mit der Waffe fackel ich alles ab. Warum? Damit er die Funken verdrehen und behaupten kann, die Outriders hätten alles vermasselt. Er muss sterben. Outrider, warte. Also, Maxwell ist der Einzige, der die Landung ablassen kann. Und ihn zur Vernunft bringen. Was? Warte kurz, ich muss kurz das Cap drücken. Und mal... Warum ist eigentlich der Leistung momentan, Nico? Keine Ahnung. Ich habe nichts geändert. Du warst spielbindenweiser. So. Ja, was hast du gesagt? Ich hab nur gesagt, beim nächsten Spiel tendenziell zu leise. Achso. Ja, bei mir brennt gerade alles hier. Bei dir auch, hoffe ich. Oh, das ist weg hier. Oh, noch hier der Gegner. Ich komme. Doch, vorgewechselt. Dann will ich mal hinterher rennen.
Oh lol, Nico, es kennt sich keine Pause. Aber selbst wenn du eine Einstellung machst, kannst du abgeschossen werden. Ah. Ich hab gerade das Audio runtergestellt, aber komm, Schaden, ey. Das ist gut zu wissen. Ja, je nachdem. Ja. Ach, das ist gar nicht so wild, die Deckung. Ja, braucht man eigentlich unbedingt. Nachkampf? Sollte ich das machen? Das mal testen. Nahkampf ist mega schwach. Okay. Nahkampf macht gar keinen Schaden. Leider. Okay. Okay, so ich kann. Tötet die Verräter! Lasst sie nicht näher kommen! Ich muss gerade gegen den Bot kämpfen. Wer ist sie? Okay. Ich kann schon nicht in Deckung, das nervt so sehr. Ich muss die Deckung anstatt anschauen, um in Deckung zu gehen. Ja, das könnte gut sein, ja. Nervt ein bisschen. Achtung, das ist mal. Da komm raus! Ich hab keinen Taktzeit. Ich sehe aber, ich kann drei Waffen tragen, voll geil. Ich hab hier nur zwei. Ah, da kommt er bitte mal raus. Was ist das für ein Feigling, ey? Ja, klar. So, ich hab jetzt auch getötet, auf jeden Fall. Beziehungsweise gedownt, ja. Und jetzt? Kannst du ihn zur Rede stellen. Hast du schon gemacht? Nee. Okay, kannst du uns fragen, bevor du das machst, oder? Ja. Waffe. Hast du auch so eine Waffe bekommen, die geht jetzt echt mit jedem Trick und dann Feuer macht? Haben wir die gleiche bekommen? Weil wir haben, du hast doch auch eine Kiste eine Waffe bekommen, oder? Vorhin. Jesus. Wie war das Inventar? Ja. Wie heißt die Waffe, die du bekommen hast? Die neue? Tenners Ersatzgewehr. Ja, okay, das ist das gleiche. Dann könnte es random ist oder so. Mhm. Okay, dann zur Rede stellen. Let's go. Mhm. Tu das Richtige! Blas sie ab! Verschieb die scheiß Landung! Es ist zu spät! Hey, ihr da! Helft mir mit den Verwundeten! Sie müssen zur Krankenstation! Hier drüben! Na los, bewegt euch!